kein Sicherheitsgurt hat, weil man sich normalerweise nicht überschlägt. Normalerweise. Da die Firma, die den hergestellt hat, ich nehme an, die heißt Dude, nicht damit gerechnet hat, dass ich damit fahre, haben sie auch keine Sicherheitsgurte eingebaut. Somit tut es halt weh, wenn man auf den Kopf fällt. Aber zum Glück gibt es San Andreas nicht in 4D. So, da bin ich wieder. 4D ist übrigens, wenn ihr, ne, halt, wenn das, was im Film passiert, auch bei euch passiert, dass wenn es regnet, dass es halt Wasser vom einer Decke fällt oder so. Im Kino. Gibt es übrigens im Legoland. Sein Journey. Das ist das Wohnmobil. Wieso ist der Crazer nicht online? Der könnte jetzt Schnieke mitbieten. Je nachdem. Ja gut, wenn er Tunes hat, dann wird er wahrscheinlich mehr verlangen als 50 Dollar. 50.000. Mehr als 50 Dollar ist klar. Jenny hat einen Kofferraum und schönen blauen Speziallack. Das ist doch ganz wunderbar. Aber blau ist nicht meine Farbe, vor allem nicht für ein Wohnmobil. Mittendrin haben wir ein Blitzwetter. Ich weiß ja nicht, was sich Rockstar bei dem Motorsound gedacht hat. Aber das tönt eher wie so ein Moped. Nicht nach einem. Nach einem Bulldozer. So ein Moped, was sich übelst abstresst, weil es irgendwas irgendwo hochfahren will. Wellenhöhe von 0,5 Metern. Startgebot 40.000. Ist sogar weniger. Aber leider habe ich keine 40.000, sonst würde ich jetzt dem Crazer das Auto kaufen, damit das halt günstiger bekommt. Fokker 57. Lohnt sich nicht. Kofferraum kostet 5.000. Macht man 1.500 Dollar minus. Hätte er was dran verdient, aber darum ist auch so Vorkaufpreis, ne? Weil wer es verkauft, der soll auch was drauflegen. Wann haben wir jetzt gecheckt, die 50 Dollar bekommen? Wann bekommen wir die? Hier? Ich hoffe es. Ich habe keine Lust mehr hier noch lange rumzutuckern. Bitte, das wäre direkt auf dem Rausweg. Wäre zu schön gewesen. Was kann ich euch noch erzählen? Nächstes Mal eigentlich. Dann könnt ihr darin spawnen. Ja, es ist ein Wohnwagen. Können alle Wohnwägen, nicht nur der. Kann meiner auch. Außer der hat irgendwas Spezielles. Ja, dann könnten wir einen Spawnpunkt auf den. Und schwupps, da den Wohnwagen. Auf dem Fahrersitz gespawnt. Das finde ich auch ein bisschen fail, dass man auf dem Fahrersitz spawnt. Ich finde, man hätte da ruhig ein Interior machen können. Also einerseits von Rockstar Games, man hätte ein Interior machen können. Oder sonst von MTA, von Vio, hätte man da ein Interior halt machen können, wo man halt drin spawnt, was so ausschaut wie so ein kleines Häuschen. So, jetzt haben wir den 50 Dollar Bonus, der Punkt liegt auf dem Rausweg, deshalb holen wir ihn auch noch. Das sind 45 Dollar, die uns sonst durch die Lappen gehen. Klar, ist nicht aller Welt.
Aber es ist Geld. Es gibt in der Schweiz so ein Sprichwort, das nennt sich: Wer den Rappen nicht ehrt, ist des Franken nicht wert. Rappen sind übrigens die Schweizer Cents. Die es nicht checken. Oder nicht wussten. Ne? Meine ganz unrecht ist das Sprichwort nicht, ne? Auf Deutsch eigentlich: werden Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. So auf Deutsch, was jetzt? 30.000, das wäre jetzt das Startgebot für den Crazer gewesen. Mann. Ja, den holen wir jetzt nicht mehr. Call me maybe. Nein, tue ich nicht. Ich rufe dich nicht an. Mach das halt immer wieder aus. So, das müsste jetzt despawnen. Genau. Oh, es wird dunkel. Und 20 nach 3? Nachmittag? Die haben sich von der Farbe her angepasst. Naja. Er ist noch so, wie wir getuned haben. Das finde ich toll. Schlock 3. Sprake. Normalerweise habe ich das Radio auch immer aus, weil ich halt ein PC-Musik laufen lasse. X-Kid bietet kurz darauf $31.000. Schade. Ich hatte gehofft, ich habe darauf spekuliert, dass niemand den Wagen will, sodass der Crazer den Verkäufer halt anrufen kann. Aber hätte nicht sollen sein. Ich hätte es ihm gekauft, aber ich habe keine 30 Mille mehr. Guru bietet 32.000, doch mein Kollege Thomas CZ bietet 35.000. Das Licht ist mir zu dunkel. Hm. Sieht zwar LED-mäßig aus, aber hm. 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 Ich gehe mal kurz in den Tuning-Shop und guck, ob ich das da noch was rausholen kann. Aus dem Scheinwerfer. Dass der noch ein bisschen heller ist, ein bisschen. Ist das der Standard? Ist der Kegel, der Lichtkegel genauso groß wie normalerweise bei einem Auto? Müssen wir nachher mal gucken. Das ist so geil, ne? Mit dem können wir hier mit 180 außer Autobahn rauspflügen. Der Allrad, der hält ihn einfach so genial auf Spur. Einfach kontrolliert mit. Habt ihr es vorhin gesehen, ne? Wir sind mit 180 einfach da um die Kurve herumgefahren. Einmal durchgerast. Ich bin zwar vom Gas gegangen. Aber der Allrad macht sich schon bemerkbar. Vor allem in den Kurven. Der ist irgendwie eingepennt oder so. So, dann gucken wir mal. Jep, das ist ganz normal so. Jo, das ist normal so in dem Fall. Aber so ein bisschen heller. Ne? Übernehmen, kaufen und schließen. Nein, nicht Motor aus. Scheiße. Ich fahre noch kurz. Oh! Sorry. Ja, da machen wir jetzt Punkte drauf. Soll ich mal hier kurz warten? Ja, lenk sie ab, los! Schlag sie, schlag sie, schlag sie! Die haben ja nichts gesagt, ne? Ich fahr mal weiter. Junge! Wenn du so ein Auto hast, dann pass doch bitte auf, wo du hinfährst. Ah, schöne Wagen. Ich werde nochmal zurück und reparieren. Damit ich ihn nochmal reinfahren kann. Jetzt sollten wir wenigstens mit 80 nur durchfahren. Ja, der Journey hat einen Kofferraum.
So. Ich war jetzt noch kurz zur Tanke. Fast wären wir noch einen Bullen reingerasselt, ne? Ich war jetzt zur Tanke da abseits der Stadt, weil mir gerade keine andere einfällt. Das hast du super gemacht. Hä? Ja, ne. Das heißt, wir sind unserem Führerschein los. Weil der wird ab 14 oder so abge... Alter, jetzt reicht's denn aber auch. Die Bullen fahren ja auch wie die Affen. Und ich war nicht schneller als 120, das kannst du mir nicht sagen. Naja, muss ich halt einen Führerschein neu machen. Shit happens. Aber wann wird mir der Führerschein entzogen? Das würde mich mal interessieren. Naja. Bin mit allen eigentlich einverstanden, außer mit der Geschwindigkeit. Ich guck mir gleich das Video an, aber ich war keine 120 schnell. Ich bin ihm zwar reingefahren, das stimmt schon. War ich schuld. Ich habe ihm die Vorfahrt genommen. Aber trotzdem. Bin ich nicht richtig. Ach. Scheiß drauf, hier ist eh niemand. Ja, vor allem macht er die Tür sowieso zu. Einzahlen. Lok 3. Lok 3. Muss mal kurz gucken. Self. Sind die Scheine noch da? Wo sehe ich meine Scheine? /Scheine. Okay. Ich schreibe mal kurz nachher den Supporter an. Achso. Ich behaupte jetzt mal, dass ich nicht 120 gefahren bin. Aber ich guck mal, wie schnell der beschleunigt. Warte mal. Na, es wäre knapp möglich gewesen, dass ich genau etwa auf 120 war. Aber guck mal, die Strecke, wovon ich gefahren bin, ist etwas so... Ja gut, ich kam halt... Nee, ich kam aus dem Tuning-Shop. Da bin ich auf der Straße gespawnt. Jetzt von hier. Sagen wir bis Ende zur Brücke. Mal gucken. Nee, niemals. Bis hier. Da, ja gut, 120 war möglich. Ich war ziemlich schnell unterwegs. Na, parken auf der Straße. Alter, ich stand auf dem Bürgersteig. Wenn ich da nicht parken darf und mal kurz einen Sachverhalt klären darf, dann weiß ich auch nicht. Da muss ich lang. Naja, es war meine Schuld. Bin ich selbst schuld. Ich müsste mir irgendwann mal noch ein Motorrad kaufen. Das wenn. Okay, da besuchen 24 im Pain Spray war für den Arsch. Naja.
Hat schon seine Richtigkeit, dass er mir die Punkte gegeben hat, aber die ganzen, mit allen bin ich nicht einverstanden, aber hey, ich beschwere mich jetzt nicht. Park. Slash Break. Slash Tau W3. Und da ist er wieder getuned. Gut, dann würde ich sagen, war's das von diesem Part von Let's Play und von diesem Mal von Let's Play GTA, nee, MTA Bio Real Life. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschö!